Datenbanksystemen beschäftigt. Ich habe insbesondere versucht, Ihnen einen groben Überblick zu geben über den Entwurfsteil, also den Teil, bei dem man den Teil vom Anfertigen einer Datenbank, bei dem man von einem Modell aufbauend auf der Domäne, die man für die man eine Datenbank bauen will, also zum Beispiel einen Versandhandel oder die Universität oder vielleicht auch ein Lager oder sowas, in dem wir Proben aufheben, wie man von da aus, von dieser Domäne, zu einem Modell des Ausschnittes der Realität kommt, die man modellieren will, den Ausschnitt der Realität. Und ich habe dann hier so ein Entity Relationship Diagramm präsentiert von einem, sagen wir mal, Vorlesungsbetriebsverwaltungssystem, in dem ich einerseits über Entitäten gesprochen habe. Also da gibt es zum Beispiel eine Sorte Akteur, Mensch hier in der Universität, die nennt man Studentinnen und Studenten. Dann gibt es Assistenten, dann gibt es Professoren, dann gibt es Vorlesungen. Und die sind durch Interaktionen miteinander verbunden. Und diese Interaktionen, nennen wir es mal Interaktionen, die haben wir Relationships genannt. Also zum Beispiel das Hören einer Vorlesung oder hier das, was ich hier betreibe, Lesen von Vorlesungen oder hier den Sachverhalt der Prüfung. Wir haben hier in diesen gelben-grünen Ovalen die Attribute für solche Entitäten, aber auch für solche Relationen eingetragen. So, und mit dieser Zeichnung hier haben wir uns dann mal aufgemacht, das Ganze etwas formaler in diesen Tabellen aufzuschreiben. Und hinter den Tabellen steckt tatsächlich auch die Theorie der relationalen Datenbanken. Das, was ich hier für meinen Geschmack sehr, sehr schön und elegant zusammenfindet, ist einerseits diese Vorstellung von einer Tabelle eine Matrix, eine zweidimensionale Matrix, um mehrere von solchen Studenten hier, wie man es sich gewöhnt ist, in der Liste aufzuheben. Hier unten fehlt noch eine Semesterzahl. Oder auch die Professoren hier. Und interessanterweise kann man die Relationen auch so schreiben. Zum Beispiel hier die Relation Prüfung oder das Voraussetzen oder das Hören. Jetzt sind das hier drei von den fünf Relationen, die wir oben hatten. Und die anderen beiden Relationen, die verschwinden hier in solchen, in den Entitäten drin, in den Relationen im Relationsschema von den Entitäten. Und weil das nämlich so 1:1 Relationen waren. Also die kann man da gleich noch mit eintragen. Hier auch. Vorlesung wird von jemandem gelesen. Die Regeln, wie man sowas überführt, die hatte ich auch nochmal hier angegeben, ne? Den Entity-Typ, da hat man einfach ein Relationsschema mit den Attributen da drin, ein Teil von den Attributen ist ja auch ein Schlüssel, dass für diese M-zu-N-Relationship-Typen brauchen wir ein eigenes Relationsschema und diese hier 1:N, 1:1, die können wir integrieren in die Entitäten hier oben. Also das ist ein,
Ein Satz von Regeln, wie man sowas überführen kann, was wir da gebaut haben. Und eine formale Überführung, das könnte auch ein Algorithmus machen. So, ich habe dann ganz am Ende noch hier die Beziehung zwischen den Einheiten in so einem praktischen Datenbanksystem nochmal aufgezeichnet gehabt. Wir haben also hier die Datenbanksoftware mit ein bisschen Hardware dafür, dann das entsprechend kräftige oder ausfallsichere an Hardware, was da dazu gehört. Ich habe hier den als Symbol für den Speicher, in dem wir unsere Datenbank aufheben, hier so eine Festplatte hingemalt. Das hier zusammen sei also dann der Server, auf dem die Datenbank läuft. Und dann haben wir hier Systeme, Computer mit zum Beispiel auch Bedienpersonen davor, die einerseits hier ein Anwendungsprogramm laufen lassen und hier steht sozusagen das, die logische Anwendung, dass die Aufgabe, die zu erledigen ist, hier zum Beispiel eine Verwaltungsaufgabe, hier ein Buchungssystem im Beispiel unseres Entity Relationship Modells Universität, wäre das hier vielleicht das, der Stundenplan, Auskunftssystem oder ein Belegungssystem, wenn man sich anmelden müsste für Vorlesungen. Und hier drüben haben wir noch den Arbeitsplatz von dem, der die Datenbank entwickelt, pflegt und wartet. Die haben hier ein Interface zu der Datenbankmaschine und dafür brauchen wir eine Datenbanksprache. Zum Beispiel die Data Definition Language und hier die Data Manipulation Language. Und über diese beiden hier, da wollen wir heute noch ein bisschen reden, am konkreten Fall SQL bzw. SQL. Und da mache ich jetzt weiter. SQL ist auch ein Standard für so eine Datenbanksprache. Das heißt heutzutage Structured Query Language, SQL, sprechen es viele Leute aus. Die älteren Datenbanker sagen häufig noch SQL, SQL im Sinne von Nachfolger. Das hieß mal ganz am Anfang Structured English Query Language und war eigentlich auch der Nachfolger von einer anderen Sprache, die hieß nur QL hier. Q-U-E-L. Deshalb macht das mit dem SQL-Nachfolger auch ein bisschen Sinn, aber das ist eher Folklore. Wenn ich also in der Vorlesung SQL sage, ist es okay und SQL ist auch okay, Sie können es auch sagen, wie Sie lustig sind. Das ist eine relationale Datenbanksprache oder eine Sprache, um mit relationalen Datenbanken zu kommunizieren. Sprache eher im Sinne von unseren Programmiersprachen, aber wir werden das auch gleich sehen. Es ist ein wenig orientiert an der englischen Sprache. Es gab gerade in der Anfangszeit der Computerei mehrere Versuche oder viele Versuche, die Sprache, mit der man mit dem Computer umgeht, an der Umgangssprache zu orientieren. Heutzutage hat man das eigentlich aufgegeben bei einem neuen Programmiersprachenansatz. Und wie wir das oben postuliert haben, brauchen wir einen Teil der Sprache, um die Datenbank zu definieren und einen anderen Teil, um abzufragen bzw. zu ändern. In den Sprachen selber, in den Datenbanksprachen selber, steht hier jetzt die Änderungsrechte und die Unterscheidung zwischen Abfrage und Änderung nicht so drin. Es gibt einfach verschiedene Operationen, die solche Sachen machen oder auch das Kreieren.
natürlich braucht es noch für Datenbanken ein ganz ausgefeiltes Rechtekonzept, damit da nicht jeder drin herum ändern kann, aber über das wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ich möchte jetzt hier ein paar von diesen Operationen, die wir aus der Algebra für die Relation, aus dieser Relationenalgebra, die so eine Datenbank bearbeitet, transformiert. Da habe ich hier ein paar aufgeschrieben. Sie haben letztes Mal, wo war es denn? Da habe ich diese Operationen auf den Relationen gezeigt gehabt, darüber besprochen gehabt, Vereinigung, Durchschnitt, Differenz, Projektion, Selektion und das Produkt hier unten. Und hier habe ich die wieder auf der rechten Seite eingetragen. Die Projektion Select, die Relation, das Produkt, das Join, das von dem From gemacht wird, das wir uns dann gleich ansehen, welches das dann ist hier. Das kommt dann noch ein bisschen später, wenn wir da ein paar Parameter dazu schreiben. Where ist insbesondere auch die Selektion bzw. Differenz oder der Durchschnitt. Dann haben wir hier noch die Vereinigung, brauchen wir eventuell auch. Und die beiden hier, die finden wir in diesen Sachen hier. Und hier unten noch Aggregation, Sortieren. Das sind die Standardsachen, die wir für die Datenmanipulation, insbesondere für die Abfrage, benutzen wollen. Und all diese Standardanfragen, die ich hier aufgeschrieben habe, die nehmen immer eine oder mehrere Relationen, so Tabellen nennen wir die am besten jetzt hier im weiteren Verlauf, nehmen also eine oder mehrere Tabellen und machen was damit. Und das machen diese Transformationen, die wir da durchführen, die liefern uns wieder eine Tabelle. Also, hier kommen Tabellen rein, wir selektieren, wir machen hier auch noch das Join zum Beispiel. Mit dem Where können wir dann aussuchen aus der großen Tabelle, die da entstanden ist, durch insbesondere hier den Join in dem From drin. Wenn hier mehrere Tabellen stehen, entstehen ja recht große Tabellen. Da wollen wir nicht alle Zeilen draus haben, die suchen wir uns also hier raus, diese Zeilen, die uns interessieren für die Aufgabe, die wir da lösen wollen. Und dann suchen wir uns noch hier mit der Projektion die Spalten, die uns interessieren. Wir wollen ja nicht immer von der Tabelle, die wir dann erhalten, alle Spalten haben, sondern nur einen Teil. Und das gibt also dann wieder eine neue Tabelle mit ein paar Spalten und einen oder vielleicht auch keiner oder ganz vielen Zeilen. Das sehen wir dann auch an den Beispielen. Und das Resultat, das muss dann auch angezeigt werden, beziehungsweise kann weiterverarbeitet werden. So eine Anfrage, wie sie hier unten steht, die wird also von diesem Anwendungsprogramm an diese Datenbank gestellt. Die Datenbank holt hier dann von der Festplatte die Tabellen, die sie braucht, macht den Join, macht die Selektion, um uns dann wieder, nachdem auch noch die Spalten ausgewählt worden sind, die Projektion, eine Tabelle hier zurückzuliefern. Diese Tabelle wird genauso wie unsere Anfrage dann zum Beispiel in einem String zurückgeliefert und dieses Anwendungsprogramm muss den String dann zerlegen, parsen, um was Entsprechendes damit zu machen. Das, was es machen will, zum Beispiel anzeigen, die Flüge, die morgen von Dresden nach Frankfurt gehen. Also das hier unten, auf dieser einfachen Anfrage aufbauend, wollen wir jetzt diese Standardelemente hier besichtigen. Etwas mehr über die lernen. Ich habe jetzt hier immer in diesen blauen Kästen zwei oder drei Anfragen
nebeneinander geschrieben, die Beispiele, interessante Beispiele, wie ich finde, für dieses Gebiet, zum Beispiel Abfrage aus einer Tabelle, Abfrage über mehrere Tabellen und so weiter, ergeben oder darstellen. Ich möchte hier zum Beispiel aus der Tabelle Student was heraussuchen. Ja, hier in der Mitte von dem From, das sind immer die Input-Tabellen. Und hier ist eine, wir fragen jetzt auch mal nur in einer Tabelle nach, also From Student, jetzt haben wir gesagt, aus welcher Tabelle was rausselektiert werden soll, selektiert jetzt im Sinne dieser relationalen Datenbankoperation. Dieser da, das Select macht im SQL ein bisschen was anderes, das ist vielleicht auch ein bisschen hässlich, aber so ist es jetzt nun mal. Also, wir wollen aus der Tabelle Student, wir nehmen die ganze Tabelle Student und stecken die mal in unsere Arbeitstabelle, mit der wir jetzt was machen wollen, hinein. Und dann streichen wir in der Arbeitstabelle alle die raus, bei denen die Semesteranzahl größer gleich 5 ist. Wir kriegen also alle die mit Semesteranzahl 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die Tabelle ein bisschen kleiner geworden. Ein paar weniger Spalten. Entschuldigung, ein paar weniger Zeilen. Und jetzt interessieren uns diese drei Spalten aus der Tabelle, diese drei Attribute. Also wird eventuell aus der Tabelle Student, da werden jetzt noch Spalten gestrichen. Wir kriegen also eine in beide Richtungen reduzierte Tabelle heraus. Hier würden wir jetzt dann, gehen wir mal zurück zu Student, na, die hat jetzt hier auch nur 3 Spalten, ne? Wir würden jetzt also hier den da rausstreichen. Hier unten den Fritz, da muss ich noch nachgucken, wie viele Semester der hat, wahrscheinlich weniger. Wir würden also diese 3 Zeilen hier unten übrig behalten. Und von diesen 3 Zeilen würden wir auch 3 Spalten kriegen, weil wir das da so geschrieben hatten in der Anfrage. Wir haben also insgesamt dann als Antwort eine 3x3 Tabelle, die uns diese Abfrage zur Verfügung stellt oder liefert. Die nächste hier, Select Sternchen, From Assistent, liefert uns einfach die gesamte Tabelle, die gesamte Assistententabelle. Und hier wollen wir aus der Tabelle Vorlesung ein paar Zeilen haben, und zwar die Zeilen, bei denen der Professor, der die hält, die Nummer 2125 hat, und bitte dann auch noch die rausstreichen, die die Vorlesung die Ernährung heißt. Wir nehmen also jetzt hier, ich muss wieder zurückblättern, Vorlesung die Ernährung wollen wir nicht, wir wollen 2125. Wir bekommen also die hier und die hier. Die Ernährung ist schon rausgestrichen worden. Also das hier unten, where, das sucht in den Tabellen, die wir da in dieser Temporärtabelle, die wir hier mit dem from produzieren, die raus, auf die diese Bedingungen hier zutreffen. Und das select sucht uns, nimmt nur die Spalte, das Attribut, Semesterwochenstunden, das Distinct liefert hier, dass wir nur unterschiedliche Semesterwochenstunden produzieren. Also wenn da 2 Vorlesungen drin stecken würden, die jeweils 2 Stunden hätten, dann würde er nur eine von diesen Semesterwochenstundenzahlen rausrücken. Da wird also dann nochmal werden da noch mal ein paar Zeilen zusätzlich gestrichen mit dem, was ich hier mache. Distinct, also die unterschiedlichen. Sie sehen schon, SQL-Anfragen, naja, sind so, kann man so sehen, wie natürlich sprachliche Anfragen. Ja, select, distinct, wenn wir jetzt noch das Attribut schön lang genannt hätten, Semesterwochenstunden,
From-Vorlesung, where Leser ist gleich 21,25, and not Titel ist gleich Ernährung. Wenn wir jetzt unsere Felder und die Inhalte auch noch alle schön in Englisch hätten, dann hätten wir da fast einen englischen Satz. Wenn auch einen etwas roh formulierten. Also das hier ist eine einfache Abfrage. Das zweite, worüber ich hier, das zweite, was ich hier aufgeschrieben habe, das ist eine Anfrage über mehrere Tabellen. Jetzt wird dieser Fromm-Teil ein bisschen interessanter. Ich habe eben gesagt, diese Abfragen, das Where hier, das Streichzeilen, die genau hier das Gegenteil enthalten, Streichzeilen aus einer temporären Tabelle, die wir hier mit dem Fromm produzieren. Und was hier wirklich passiert, wenn wir Fromm-Professor-Vorlesung ansehen, ist, dass die Datenbankmaschine, der hellblaue Kasten in der Zeichnung, dass die das Produkt von diesen beiden Tabellen anfertigt, also sämtliche Kombinationen. Und dann werden die rausgenommen. Da haben wir ja Blödsinn produziert. Ne? Da haben wir ja zu den Professoren, also für jede Vorlesung haben wir eine Zeile, da steht Professor Vorlesung drin, Professor Vorlesung, Professor Vorlesung. Das heißt, wir haben auch Zeilen produziert, eine ganze Menge Zeilen produziert, bei denen Professor die Personennummer des Professors nicht die Lesernummer von der Vorlesung ist. Dann würde ich auch, wenn wir das anwenden würden auf die Vorlesung hier in der Uni, dann würde ich also zum Beispiel auch die Vorlesung vom Kollegen Jasper, die würden dann auch temporär bei mir dazu generiert. Ich hätte also ganz viele Vorlesungen und selbstverständlich müssen erstmal die gestrichen werden, bei denen die ich gar nicht halte. Die interessieren uns ja hier gar nicht. Also würde diese große Tabelle, die das Produkt von den beiden ist, durch das hier erstmal wieder reduziert und ich hätte nur eine Tabelle mit allen Professoren und ihren Vorlesungen, bei denen also dann in jeder Zeile sowohl die volle Professorinformation als auch die volle Vorlesungsinformation so hintereinander steht. Die ist immer noch groß genug, die Tabelle. Und jetzt reduzieren wir weiter. Wir wollen nämlich nur die Zeile haben, in der der Titel, der Vorlesungstitel Laufvögel steht. Jetzt haben wir noch eine übrig in der Tabelle. Da steht aber sowohl der Titel der Vorlesung drin, als auch der Name des Professors, der sie hält. Das, was wir hier rauskriegen, nachdem wir hier auch noch die Projektion durchgeführt haben, ist also Name des Professors, Titel der Vorlesung. Laufvögel. Da steht dann, gucken wir schnell nach, wer die hält, die Laufvögel. Vorlesung der 21,25. Da steht also dann Schmidt, Laufvögel. In der Tabelle, die hier rauskommt. Also erst machen wir die ganz große Tabelle hier durch den Join. Dann suchen wir uns in der ganz großen Tabelle die vernünftigen Zeilen raus, bei denen der Professor auch tatsächlich die Vorlesung hält. Und dann suchen wir uns noch eine Vorlesung raus. Jetzt schrumpft also die Tabelle wieder. Und dann wollen wir noch diese Projektion machen. Jetzt ist die Tabelle auch horizontal geschrumpft und nicht nur vertikal, diese temporäre. Und Sie sehen hier, Anfrage über mehrere Tabellen, hier wird wieder so ein Join gemacht, und zwar ein ganz großes. Die Relationentabelle, das Relationenschema. Student wird multipliziert mit Hören, wird multipliziert mit Vorlesung. Und jetzt wird
werden die rausgesucht, bei denen der Student oder die Studentin auch tatsächlich drin sitzt. Es gibt ja, wenn Sie Student mit allen Vorlesungen kombinieren, viele, in denen Sie nicht drin sitzen. Und dazu wird das Hören benutzt. Also jetzt wird hier wieder rausgeworfen. Und hier wird noch rausgeworfen, wir haben ja hier drei Tabellen zusammengenommen, müssen wir also noch ein bisschen weiter rauswerfen. Hören, Vorlesungsnummer und Vorlesung, Vorlesungsnummer. Ja, das Hören, Vorlesungsnummer, das ist ja, wie man hier sieht, ja, mit der Punktnotation können wir auch wieder qualifizieren, wie wir das in C auch konnten. Und hier wird auch qualifiziert, hier natürlich auch. Hier suchen wir uns also alle Vorlesungen raus, die alle unsere Studenten hören. Da steht also dann, weil wir hier Name und Titel selektieren, steht dann wieder Studentenname, Vorlesung, Studentenname, Vorlesung, Studentenname, Vorlesung. Diese Tabelle ist schon nicht so klein, die hat eine ganze Menge Zeilen. Die Notation hier mit dem Student davor, hier Studentmatrikelnummer, Hörmatrikelnummer, die brauchen wir deshalb, weil die Felder in unterschiedlichen Tabellen gleich heißen können, damit wir sagen, wen wir denn wirklich meinen. Und, ja, so wie wir es auch beim Programmieren machen. Steht es hier. Hier hinten habe ich das, ja, noch so ein ähnliches Beispiel. Da nehmen wir aber, um die Notation kompakter zu machen, führen wir jetzt hier noch Abkürzungen ein. Sie sehen hier vom Student, das nennen wir jetzt mal die ganze Tabelle S, damit wir im Weiteren hier dieses S benutzen können, statt Student hören. Für die vergeben wir jetzt so den Namen H und für Vorlesung vergeben wir den Namen V hier in dem from, sodass wir dann hier die präzisen Qualifikationen für die Felder, die benutzt werden sollen, die Attribute, die benutzt werden sollen, dass wir die hier auch kompakter schreiben können. Sie sehen hier, sieht es nicht ganz so gedrängt aus wie da. Und das ist, wenn man eine größere Anfrage hat, vielleicht ganz nützlich. Hier vorne wird dann eben auch mit dieser, kann auch mit dieser Qualifikation dann hier die Projektion natürlich gemacht werden und nicht nur die Zeilenselektion, die wir brauchen. Hier unten ist das nochmal ein bisschen zusammengefasst, was ich so erzählt habe. Hier das Distinkt von hier oben, Duplikate beseitigen, Sternchen, wenn man alles haben will. Und natürlich stehen hier und hier Konstanten in unseren Abfragen. So brauchen wir es eben, insbesondere, stellen Sie sich vor, Sie tippen eine Suche ein in dem Administrationsprogramm oder im Buchungssystem, dann wollen wir natürlich diesen Suchstring nehmen, um hier im Where die Selektion durchführen zu können. Spaltenauswahl hier in dem Select, die Zeilenauswahl hier unten in dem Where. Und ja, wir können uns hier bei dem Vergleichsoperator das benutzen, was wir eben so kennen. Hier ist, anders als im C, das ist gleich wirklich als ist gleich gemeint, ungleich und was es eben sonst noch so hat. Es gibt da noch so, ja, dann wieder umgangssprachlich, fast umgangssprachlich formulierte Bereichsangaben, between end, sowas, was wir vielleicht nicht in der Programmiersprache haben. Und das Suchen, das kann auch komplizierter werden, indem wir hier fürs Vergleichen in den Vergleichsstrings so Wildcard-Operatoren einfügen. Ja, das hier ist null, ist not null. Naja, können Sie sich auch vorstellen, nachdem wir über C gesprochen haben, was das bedeuten soll. Also das waren die einfachen Standardabfragen, wie man sich so denkt,
wir wollen eben die Vorlesung, den Namen von dem Vorlesenden für die Vorlesung Laufvögel haben und das soll dann in der Ausgabe stehen, Name und Titel der Vorlesung. So wie man es sich denkt. Oder hier alle Vorlesungen, nicht die große Tabelle, welcher Student welche Vorlesung besucht. Das hier rechts ist ja dasselbe, bloß eben mit einer kompakteren Notation. Hier werden unsere Anfragen schon etwas anspruchsvoller. Und jetzt sehen wir dann, dass hier auch so kleine Programme entstehen. Hier haben wir geschachtelte Abfragen. Also wir wollen alle Spalten von der Tabelle Assistent, wobei Chef gleich und jetzt kommt wieder eine Abfrage. Das ist wieder etwas, das wir schon beim Programmieren hatten, dieses Einsetzen von Blöcken in Blöcke. Ja, dass man in einem If oder so ähnlich, in dem Then, in dem Else, nicht nur ein Statement hat, sondern dass man da wieder geklammert mehrere Statements einsetzen kann. Und das machen wir auch hier. Ja, bei denen der Chef, und jetzt wird hier aus Professor rausselektiert, wir suchen uns hier, wir projizieren hier die Spalte Personennummer aus den Professoren, und zwar genau die, bei denen der Name des Professors Schmidt ist. Und hier möchte ich Sie bitten, noch Anführungszeichen drumherum zu malen, wie hier auch. Ja, da fehlen die Anführungszeichen hier. Das produziert uns also genau eine Personalnummer. Und jetzt möchten wir alle Assistenten haben, bei denen der Chef als Chef diese eine Personalnummer eingetragen ist. Hier, das hier liefert uns eine Tabelle zurück, und zwar die, nehmen wir mal den Professor. Wir suchen uns den Schmidt. Also aus dieser Tabelle hier streichen wir alle Zeilen raus, außer der, bei der als Name Schmidt drin steht, kriegen wir eine einzige. Jetzt nehmen wir davon nur eine Spalte, das macht das Select, das heißt, wir kriegen 2125 raus. Mit der 2125 gehen wir hier in Assistent hinein, kriegen erstmal, weil wir ja from Assistent sagen, die ganze Tabelle, streichen dann alle Zeilen bis auf die raus, bei denen 2125 als Chef drin steht, und dann besorgen wir uns die Spalten, die uns interessieren, machen die Projektion, und das hier sind alle. Wir kriegen also zwei Zeilen mit jeweils vier Attributen, vier Spalten raus. Oder hier, wir wollen alle aus der Tabelle prüfen, bei denen die Note die Durchschnittsnote ist. Was also hier gemacht wird, ist hier wieder eine ganze Tabelle nehmen, die Tabelle prüfen nehmen, und jetzt wollen wir von dem Feld Note, von der Spalte Note, Entschuldigung, den Durchschnitt ermitteln. Das gibt jetzt hier eine Note. Der Selector besorgt uns zunächst nur die Spalte, und das ist jetzt wieder eine Tabelle, in der es nur die Spalte gibt. Und dann wird der Durchschnitt ermittelt über diese Spalte. Wir erhalten also eine kleine Tabelle mit nur einem einzigen Feld. Diese eine Note, die uns interessiert. Und jetzt werden hier von dieser Tabelle die rausgesucht, die gerade die Durchschnittsnote haben. Wir
könnten hier auf dieses Average vielleicht auch noch was drauf addieren, wie wir lustig sind, wenn wir noch was haben wollen. Oder wir könnten alle die raussuchen, bei denen die Note kleiner ist als der Average oder größer als der Average. Also eine Abfrage, die produziert was, und mit der Tabelle, die hier herauskommt, können wir dann gleich weiter selektieren. Jetzt habe ich hier noch ein paar Mengenoperationen. Wir nehmen eine Tabelle, ja, jetzt ist es plötzlich wichtig, dass wir bei solchen Abfragen immer Tabellen rauskriegen. Wir besorgen uns hier also die Tabelle Assistent und die temporäre Tabelle, die dann da herauskommt aus From Assistent, da nehmen wir nur eine Spalte, die Namen, und dazu holen wir uns noch die Tabelle Professor, auch wieder eine Spalte. Jetzt haben wir zwei Tabellen und mit Union wird die Vereinigung von diesen beiden Tabellen gebildet. Was wir hier machen, was wir hier kriegen, ist die Namen aller Mitarbeiter, die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Hier besorgen wir uns alle Vorlesungen, die nicht gehört werden. Also die Vorlesungen, zu denen keiner hingeht. Ja, weil das Except hier die Differenz bildet. Mengenoperation. Hier eine Tabelle und die Differenz davon bilden. Oder hier noch sowas von dieser Art. Aus den Vorlesungen wollen wir die haben, bei denen die Vorlesungsnummer nicht in den hier drin steckt. Also, dieses hier liefert uns alle Vorlesungen, die hier in Hören drin stecken. Eine Spalte, eine Tabelle. Das ist eine Menge im Sinne unserer Mengenoperationen. Und da können wir so eine Mengenoperation durchführen. Und hier bekommen wir wieder alle Vorlesungen, die nicht gehört werden. Wo bei denen Vorlesungsnummer eben nicht hier drin steckt. Unsere SQL-Operationen, die wir hier durchführen, die werden also unsere Anfragen, die wir hier durchführen, die wir in SQL formulieren, die werden also, ja, Sie sehen es hier schon, spannender, interessanter, wenn wir sowas geschachtelt haben oder wenn wir mehrere Abfragen miteinander verknüpfen. Das machen wir hier auch weiter mit diesen Quantifizierungsoperatoren. Ne? Zum Beispiel hier, wir wollen aus der Tabelle Student, sinnvoll ist es, Sie sehen schon, immer mit dem hier anfangen, mit der Tabelle oder den Tabellen, mit denen wir was machen. Wir wollen also von der Tabelle Student, die haben, bei denen die Semesteranzahl, und jetzt besorgen wir uns hier wieder, die Semesteranzahl aus der Tabelle Student größer ist als da die höchste von diesen Anzahlen ist. Den, der am längsten studiert, besorgen wir uns hier. Und wir wollen den Professor haben. Und jetzt kommt hier aus den Vorlesungen, Leser ist gleich Personennummer, möchten wir die Vorlesung raushaben. Wir machen hier eine Untertabelle von den Vorlesungen, bei denen der Leser, die Lesernummer mit der Personennummer hier aus Professor übereinstimmt. Wir besorgen uns also hier all die, bei denen die Professoren hier auch irgendwo vorlesen, und dann schauen wir nach Not Exists, und hier finden wir die Professoren, die keine Vorlesung halten dieses Semester. Jetzt könnte man sagen, das sind die Faulen, aber vielleicht sind es auch die mit dem Freisemester. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. Also hier alle Professoren, die jetzt dieses Semester keine Vorlesung halten.
Oder hier alle Felder aus der Vorlesung, bei denen die Vorlesungsnummer sich in dieser Menge befindet. Mit dem hier machen wir auch wieder eine Tabelle mit dem 5001, 5041, hier eine kleine Tabelle, und wir können nachschauen, was in dieser Tabelle drin steckt. Wir wollen also alle Felder haben aus dem Feld Vorlesungen, und zwar die 5001 und die 5041. Auf die Weise erhalten wir dann eine Tabelle mit zwei Zeilen, 5001, 5041, diese beiden hier. Die zentralen Operationen, die haben wir hier schon gemacht. Da den Join, also das Produkt ermitteln, und dann Zeilen raussortieren, ja, beziehungsweise Zeilen raussuchen, die uns interessieren, so oder so oder so, und dann die Projektion durchführen. Das ist das, das muss man sich auch vor Augen halten bei dem, was man dann mit SQL treibt. Wir machen eine große Tabelle und die schrumpfen wir. Dass die Datenbank-Software dazwischendurch vielleicht schwere Arbeit leisten muss. Schwere Arbeit im Sinne von eine große Tabelle produzieren. Und Sie können sich überlegen, wenn wir ein paar tausend Studenten haben und dann all diese höheren Beziehungen damit verknüpfen, so ein Join machen, da braucht man vielleicht viel Speicher für diese Riesentabelle, die rauskommt. Eine Datenbankimplementierung macht das vielleicht kompakter. Und wenn sie den Join macht, schaut dann gleich dieses Where an, so eins da, wenn sie hier den Join macht, schaut sie vielleicht gleich, wenn sie es produziert, jeweils stückweise das Where an, um da was rauszunehmen, um also nicht so große Tabellen zwischendrin zu produzieren. Aber konzeptuell wird erstmal der Join gemacht, eine Riesentabelle, und dann wird die Tabelle wieder zusammengeschrumpft auf das, was uns interessiert, mit dem Where und mit dem Zeilen auswählen und hier mit dem Spalten auswählen. Die Tabelle, die man dann rauskriegt, mit denen möchten wir vielleicht auch die Zeilen, die da drin stehen, umsortiert haben. Was wir hier machen, ist aus der Vorlesung wollen wir eine Gruppierung haben. Wir möchten also zusammengefasst haben, so kompakter, die, bei denen der Leser der gleiche ist, der die Vorlesung hält, der gleiche ist. Also die Tabelle Vorlesung, die wird jetzt hier umsortiert, und dann wird noch die Summe der Semesterwochenstunden über diesen Leser ausgerechnet. Jetzt sehen wir dann also, der Schmidt, der hat 8 Semesterwochenstunden oder sowas. Ja, das rechnen wir dann hier aus, nachdem wir es hier gruppiert haben. Die Gruppierung ist gerade dazu da, damit wir solche Summen berechnen können. Oder gucken wir uns mal, wir nehmen hier wieder die Tabelle Vorlesung, gruppieren, und jetzt nehmen wir die mehr als 3 Vorlesungsstunden haben im Semester, 3, 4 oder 5 oder 6 oder 8 Semesterwochenstunden haben. Das produziert uns das hier, eigentlich dasselbe wie das hier, bloß wir suchen uns jetzt hier nochmal ein paar Zeilen aus, bei denen diese Bedingung erfüllt ist. Und jetzt hier Leser, Name, Summe Semesterwochenstunden, die Projektion aus Vorlesung und Professor. Jetzt wird also hier wieder eine große Tabelle produziert. Und dann suchen wir uns alle Vorlesungen, bei denen der Professor so ein W3-Professor ist.
gruppieren wir wieder und dann schauen wir, wer von denen mehr als 3 Semesterwochenstunden hat, und das lassen wir uns dann ausgeben hier oben. Aber immer wieder, wenn ich das hier so erzähle, wenn ich hier diese Abfragen erkläre, große Tabelle machen, dann jetzt haben wir noch, bevor wir rausstreichen, diese Gruppierungsoperation, dass wir die Tabelle umsortieren. Wir könnten die auch irgendwie anders noch, die Reihenfolge der Zeilen irgendwie anders gestalten. Also umsortieren und dann streichen wir hier raus. Nachdem wir hier umsortiert haben, streichen wir hier raus und machen hier oben noch letztlich ganz am Ende als letzten Schritt die Projektion. Ich habe vorhin schon so kurz nebenher gesagt, jetzt könnten wir da auch noch eine 1 dazuzählen oder eine 1 abziehen. Das passiert zum Beispiel hier. Wir holen uns alle Prüfungen, und zwar, also hier die Tabelle Prüfung. Jetzt würden alle rausgestrichen, die nicht zur Vorlesungsnummer 5001 gehören, alle Prüfungen. Und jetzt drucken wir uns die Matrikelnummer aus und die Note, aber weil wir den Schnitt heben wollen, ziehen wir hier eine 1 ab. Oder hier eine String-Operation, konkatenieren. Das lassen wir jetzt auch mal die Datenbank machen, so ein bisschen Arbeit da. Wir wollen die Tabelle Professor haben und bei der Ausgabe wollen wir diesen Rang nehmen, also in diesem Fall da W2 und W3, und hinten dran hängen wir hinter diesen Text W2, W3 noch diesen String-Professor, der ja nicht im Feld drin stand, den wir jetzt einfach nur dranpappen. String-Konkatenation, Sie sehen, dass es auch etwas gemütlicher ist, so eine String-Konkatenation, als es das in der Programmiersprache weiter oben in C im November war. Da braucht man keine Funktion aufrufen, sondern das können wir so hinschreiben. Das ist eigentlich schon angenehm. Hier drucken wir aus die Tabelle Student, Matrikelnummer, Semester und hinten dran noch das Datum auf jeder Zeile. Also die Tabelle, die wird jetzt hier noch ein bisschen größer, weil wir in der hinten dran noch eine weitere Spalte mit dem Tagesdatum ausgeben lassen. Und hier wir sortieren, und das ist auch wieder so ähnlich wie dieses Group hier oben. Wir wollen also die Tabelle Professor haben. Das Zentrum von dem, was wir hier machen, ist eine Tabelle besorgen. Und auf dieser Tabelle, da streichen wir jetzt hier ein paar Zeilen und es wird sortiert, Rang absteigend, Name aufsteigend, also erste die W3 ist und zwar alphabetisch sortiert und dann die W2 ist alphabetisch sortiert und davon wollen wir dann die Personennummer und den Namen und das Zimmerchen, in dem er sitzt oder sie sitzt. Hier sortieren wir die Tabelle Student nach Matrikelnummer. Und wenn wir hier nichts angeben, na, dann wird Ascending genommen, diese aufsteigende Sortierfolge. Bisher haben wir auf den 3 Folien, die ich jetzt hatte, haben wir aus der Datenbank, weil die Datenbank angefragt, sollt uns doch bitte eine Tabelle geben, die so und so zusammengesetzt ist, in der Zeilen selektiert sind und Spalten projiziert sind. Also wir haben Anfrage rein, Tabelle raus. Und jetzt möchten wir aber auch Updates zu der Datenbank machen.
beziehungsweise ganz am Anfang, wenn die Datenbank generiert ist, muss ja auch irgendjemand Inhalte eintippen. Also, wenn es neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann müssen wir dessen Datensatz anlegen. Oder wenn sich ein Student immatrikuliert hat, hier fehlt wieder ein Anführungszeichen hier hinten, das schließende Anführungszeichen. Hier hat sich ein Student immatrikuliert. Wir wollen also in die Tabelle Student eine weitere Zeile einfügen, und zwar für Matrikelnummer den Wert 25.000 und als Name Gärtner. Hier wollen wir in die Tabelle Professor einfügen eine Zeile mit den Werten 2136 für die Personalnummer, den Namen Karl, den Rang W3 und Zimmer haben wir noch keins. Kommt dann. Hier wird also eine Tabellenzeile hineingesteckt. Hier auch. Der Unterschied ist, dass wir hier alle Werte angeben müssen für alle Attribute in der Zeile. Hier müssen wir, weil wir gesagt haben, wir wollen hier nur diese beiden Felder mit Werten versehen, müssen wir hier auch nur dieses Wertetupel mit zwei Elementen übergeben. Hier haben wir so ein Tupel mit vier Elementen, die wir eingeben müssen. So, wir können hier unten das Values da geben wir das, was eingetragen werden soll, komplett mit. Hier, beziehungsweise hier für das Reduzierte. Was wir hier machen ist, dass wir eine Abfrage stellen, hier eine mit dem Select, Matrikelnummer und Name, selektiert, macht die Projektion nur diese beiden Spalten aus der Anfrage, aus der Tabelle Student, bei denen die Semesteranzahl größer als 15 ist. Also hier kriegen wir all die Studenten, die schon länger als 15 Semester studieren, und die tragen wir jetzt in die Tabelle Assistent ein. Also das Eintragen, das Einfügen in so eine Tabelle, das kann nicht nur mit Werten erfolgen, die wir eintippen, sondern dafür kann man auch eine Tabelle nehmen, die man mit einer Abfrage rausbekommen hat. Das entspricht so einer Formel, wie wir sie, oder einer Zuweisung. Rechts die Formel, links eine Variable, in die das, was wir da ausrechnen, reinkommen soll. In der normalen Programmiersprache. Bei dem SQL, also Tabelle produzieren, und die Tabelle, die da rauskommt, die kann man nehmen und in eine andere Tabelle hineinstecken. Und das hier ist gleich eine ganze Tabelle. Also hier in diese Tabelle werden gleich mehrere Einträge hinzugefügt. Wir ändern das schreiben wir hier nicht hier oben statt, wir hatten bei der Abfrage, hier hat man vorne Select stehen. Und jetzt gibt es eben hier die weiteren, in der Datenmanipulationssprache, die weiteren großen Operationen Insert, die haben wir hier besprochen, und dann noch das Update und hier unten Delete. Ich meine, mehr braucht es schon auch nicht, ne? Oder das sagen wir, sind die Zentralen, die wir hier durchführen müssen. Also wir wollen in der Tabelle Vorlesung alle Semesterwochen, das ganze Spalte Semesterwochenstunden auf 2 setzen. Oder hier, das ist nicht so besonders sinnvoll, es gibt ja längere Vorlesungen vorher und hinterher, aber was wir hier machen, das ist sinnvoll, irgendwann mal im Jahr, eigentlich genauer gesagt zweimal im Jahr, müssen wir
die Anzahl Semester um 1 hochzählen. Am 1. April und am 1. Oktober. Und das machen wir hier. Die Tabelle Student nehmen und überall das Feld Semester um 1 hochzählen. So, der Herr Rödel, Professor Rödel, der hat jetzt ein Zimmer bekommen, das heißt 213, das tragen wir hier ein. Also die Tabelle Professor, dann wollen wir selektieren. Wir wollen nur die Zeile Rödel haben und dort tragen wir in das Feld Raum 213 ein. Wenn ich das hier unten weglassen würde, müssten jetzt alle Professoren in dem Zimmer 213 sitzen. Und jetzt auch wieder hier die Vorlesungen wollen wir bearbeiten, und zwar genau die, bei denen die Vorlesungsnummer 5001 ist. Jetzt haben wir also auch wieder Zeilen ausgewählt, eine oder mehrere, hier in diesem Fall natürlich eine, und da drin setzen wir den Titel auf Grundlagen, Semesterwochenstunden 3, Leser auf 2125. So, und das letzte ist das Delete, und das Delete, naja, das können wir uns schon so ungefähr vorstellen, da steht auch das From hier drin und das Where, das wird so ein bisschen funktionieren wie das Select. Also Delete from Vorlesung, die Zeile, in denen die Vorlesungsnummer 5001 ist, dass wir das dann auch überführen könnten in so eine, unten drunter in eine Mengenoperation, das können wir uns auch irgendwie vorstellen. Oder alle Studenten löschen, bei denen die Anzahl Semester größer gleich 15 ist. Das ist eigentlich unschön, das ist eine Zwangsexmatrikulation sozusagen. Hier, das arbeiten wir an der Relation, an der Tabelle voraussetzen. Und zwar möchten wir alle löschen, bei denen der Vorgänger hier auch Nachfolger ist. Ne? Also hier unten die Abfrage, wir holen uns alle Nachfolger aus Voraussetzen, und wenn Vorgänger da drin ist, dann wollen wir das auch wieder entfernen. Inkonsistenzen entfernen. Ne? Denn man kann ja schlecht in der Vorlesung wieder sich selbst voraussetzen oder sowas, dann kann ja keiner rein. Und als letztes hier in dieser Sammlung von SQL Teilen, wir hatten die Abfragesprache, wir hatten die Manipulationssprache, brauchen wir noch die Definitionssprache. In der Datendefinitionssprache, da müssen wir Tabellen anlegen. Ja, wir sind jetzt hier da in dieser Zeichnung, die wir hier haben, hier links beim Datenbankentwurf. Wir haben uns also dieses Entity-Relationship-Modell gebaut. Wir haben diese Tabellen uns ausgedacht. Die Inhalte stehen noch nicht drin, aber wir haben sie uns ausgedacht, diese Tabellen, und jetzt müssen wir sie mit SQL hier anlegen, mit create. Das Gegenteil von create ist löschen, drop. Ne? Die Tabelle brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das muss man in der Regel machen, wenn man beim Programmieren, ne, wenn man sich was überlegt hat, ich könnte auch diese Tabelle machen, und später denkt man sich, ja, ich brauche sie eigentlich gar nicht, dann schmeißt man sie hier wieder weg. Und hier können wir so eine Tabelle verändern mit dem Alter. Hier habe ich so eine Anfrage aufgeschrieben. Naja, so eine Anfrage. Das SQL-Statement, um eine Tabelle zu machen, hier die Syntax aufgeschrieben. Also, kreiere Tabelle,
Und hier hinten schreiben wir den Namen hin. Tabellenname, da müssen wir natürlich irgendwas einsetzen. Und dann kommen die Spalten mit ihrem Typ und ihrer noch ein paar weiteren Spezifikationen. Der Datentyp, der kann ein oder mehrere Buchstaben sein. Also wir können zum Beispiel sagen, Character 5 hier unten. Character 2, hier haben wir was für den Rang. Character 2, zwei Buchstaben hintereinander. Oder Variable Character. Variable Character, das ist das, was wir so gemeinhin als Strings betrachtet haben, was wir beim C zum Beispiel als Strings angesehen haben. Der Name, der kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Buchstaben, 1, 2, 3, 4, 5, da müssen es aber auch genau 5 sein. Ja? Wenn ich da Charakter von 5 hinschreibe, dann wird die Datenbank, wenn ich dann was eintrage mit Insert, da auch tatsächlich 5 Stück erwarten. Hier bei dem W3 wird auch kontrolliert, dass es 2 Buchstaben sind. Und wenn nicht, dann gibt es eine Fehlermeldung. Also, hier eine feste Anzahl Buchstaben, hier eine variable Anzahl Buchstaben, das macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit intern in der Datenbank, die muss sich speichern, wie viele Buchstaben sind es denn wirklich. Dann natürlich eine Zahl, Dezimalzahl, beziehungsweise hier eine Zahl mit Nachkommastellen vor dem Komma, nach dem Komma. Wir können auch spezielle Datentypen dahin schreiben, die in der normalen Programmiersprache hier mit dem Date nicht so vorkommen und das Blob kommt gleich was. Also hier können wir sagen, es soll ein Datum sein und dann wird auch die Datenbank überprüfen, ob Sie dann in das Feld wirklich ein Datum eingegeben haben. Ein größeres Feld hier, eine größere Zahl und das Blob, Binary Large Object heißt das, da kann man irgendwas reinstecken. Da kann man zum Beispiel auch einen Videofilm reinstecken, einen MPEG-Videofilm natürlich. Also diese hier, die Blobs, da können wir der Datenbank sagen, so jetzt brauchen wir viele Bits. Wie du das verwaltest, ist mir egal. Wir übergeben es dir als eine lange Bitkette und das können auch ein paar Megabytes sein. Keine weitere Spezifikation, das heißt, hier kann man auch so tolle Sachen wie sortieren wohl nicht so einfach machen, nicht so einfach haben. Das wird eigentlich dann in der Regel auch wenig Sinn machen. Die Namen, die wir unseren Tabellen, unseren Spalten geben, das sind Buchstabenketten. Oder es dürfen auch Ziffern drinstehen, aber das erste muss ein Buchstabe sein. Also mindestens ein Buchstabe vorne dran, A bis Z, und dann beliebig viele Buchstaben oder Ziffern. Also es geht sowas wie Name 1, Name 2, Name 3, aber 1 Name geht gerade nicht, oder 1 Feld, erstes Feld, zweites Feld, drittes Feld, das geht auch gerade nicht. Und das erste Zeichen von so einem Namen hier, das muss ein Buchstabe sein. Aber das sind wir ja auch schon gewohnt. Wir hatten ja, wir können uns ja auch in den Programmiersprachen, die wir hatten, war das so. Und wir können uns auch einen kleinen Automaten basteln, der das überprüft. Und jetzt brauchen wir noch für diese, wenn es ein Schlüssel ist oder sowas, noch ein paar Zusatzbedingungen, die habe ich hier noch hingeschrieben, an die Datentypen dran. Also wir haben hier den Namen von dem Feld und wir schreiben hier hinten den Typ hin. Wir haben also zum Beispiel hier Personennummer als Feldname, dann sagen wir, Typ ist Number 5, also fünfstellige Zahl. Und dann möchten wir noch hier hinten, geben wir der Datenbank noch ein Hinweis,
auf diese Integritätsbedingungen. Es soll also auf jeden Fall hier eine Zahl drinstehen. Es darf nicht leer sein, dieses Feld. Es muss eindeutig sein. In unserem Falle darf es also keine zwei Zeilen in dieser Tabelle geben, die dieselbe Personalnummer haben. Und die Datenbank soll das bitte als Primärschlüssel benutzen. Das hier ist ein Hinweis für die Implementierung in Anführungszeichen. Also wie die Datenbank damit umgehen soll. Dann haben wir noch ein Feld, 20 bis zu 20 Zeichen, Name, aber auch bitte, der Name soll nicht null sein. Also es soll schon ein String drinstehen, ein halbwegs vernünftiger. Dann genau zwei Buchstaben für den Rang und genau vier Ziffern für die Raumnummer. Und jetzt fliegt auf, dass das hier wohl schlecht ist. Also hier habe ich die Tabelle Professor angelegt. Und hier legen wir die Tabelle Voraussetzen an, Vorgänger, Vorlesungsnummer, Nachfolger, Vorlesungsnummer. Obwohl, nein, das ja die Ziffern heißt nicht, das habe ich jetzt falsch gesagt, eben. Nicht genau vier, an dieser Stelle nicht genau vier Ziffern, sondern maximal vier Ziffern. Das hier kann flexibel sein. Hier bei dem Number. Hier bei den Characters, da müssen wir schon die beiden Buchstaben eingeben, sonst klappt es nicht anständig. Weil wir sonst nicht wissen, was leer ist. Hier unten bei so einer Ziffer, da kann man eben auch 0 eintragen oder 1 oder 2 oder 3. Das hat dann, na, das ist dann auch noch eindeutig. Also hier maximal 4 Ziffern für die Raumnummer und hier 5 Ziffern maximal für die in der Tabelle Voraussetzen für die Vorlesungsnummer. Beziehungsweise das, was darauf aufbaut. So, jetzt habe ich dieses Kapitel Datenbanken aus der Anwendungssoftware erzählt. Ich habe jetzt hier noch eine ganze Menge weitere Folien, bei denen ich über weitere Sorten von Anwendungssoftware spreche. Ich möchte noch ein bisschen damit anfangen, ein paar Minuten noch, um so einen kleinen Überblick zu geben. Ich hatte ganz am Anfang hier von diesem Kapitel hier als erste Anwendung die Datenbank, dann hatte ich noch Bürosoftware und ich habe auch noch Medienverarbeitung, sowas wie Spiele und Kommunikation, ja, gibt es auch, lassen wir jetzt aber mal hier ganz weg im Rahmen dieser Grundlagenvorlesung. Hierzu gestatte ich mir noch ein paar kleine Worte hier an dieser Stelle. Und natürlich haben Sie das alle schon benutzt. Wer kommt heutzutage noch ohne Textverarbeitung aus, ohne Bürosoftware, ohne Tabellenkalkulation? Vorträge machen natürlich auch schon. Ich nehme an, dass Sie in der Schule auch schon das Vergnügen hatten, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu machen. Ich möchte hier ein, sagen wir mal, naja, das, wie ich finde, kennzeichnende typische rausarbeiten von solchen Bürosoftware. Das geht los mit einem ganz normalen Briefschreiben und ja, der Brief soll natürlich schon irgendwie halbwegs schön gestaltet werden, ein bisschen formatiert werden und das geht dann weiter und hier können dann zum Beispiel auch stehen, wir wollen einen Zeitschriftenartikel schreiben. Oder wir wollen ein ganzes Buch schreiben. Und mit so einem Stück Bürosoftware habe ich zum Beispiel auch
meine Doktorarbeit geschrieben. Eine andere typische Büroarbeit, die wir uns hier vorstellen können, sind einfache und mittlere Berechnungen. Dieses Kapitel ist nicht so simpel, wie es aussieht. Hier stecken die Tabellenkalkulationen natürlich drin, aber wenn wir dann nachher noch kurz ein paar Worte über Tabellenkalkulationen sagen, hinter diesem Anstrich einfache und mittlere Berechnungen steht ein ganz wichtiger Grund, warum diese PCs, als sie auf den Markt kamen in den späten 70er, frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, warum diese PCs millionenfach verkauft worden sind, insbesondere gerade an die großen Firmen, die doch eh schon dicke Computer hatten. Und das ist eigentlich ein interessantes Kapitel. Diese einfachen und mittleren Berechnungen, Sie haben es wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert mit dem Excel. Eine der ersten Sachen, die ich mit so einem Excel gemacht habe, schon vor vielen, vielen Jahren, ist meinen Kontostand projizieren. Also ein Anfangssaldo hinzuschreiben, alle Überweisungen auf mein Konto draufzuschreiben und alle Überweisungen, die weggehen, und dafür zu sorgen, dass ich nicht so viele Barentnahmen mache, damit das Konto nicht ins Minus gerät. So eine Modellrechnung. Ja, das ist interessant, das muss für Angebote gemacht werden, damit man sich die Profitabilität ausrechnet von irgendwas oder eben auch, damit das Konto immer im Plus bleibt. Und das Letzte von so einer typischen Büroarbeit, die Präsentationen bauen. Insgesamt, hier insbesondere und hier, aber eben auch hier teilweise drin, damit es schöner aussieht, wollen wir bei der Dokumentenverarbeitung aber nicht nur den einfachen Text hineinstecken, sondern wir wollen auch Medien integrieren, zum Beispiel Grafiken, Bilder, Tabellen und so weiter. Es gibt dann auch noch ein paar Unterstützungsfunktionen, bei denen ich dann noch kurz vorbeikomme. Ein wichtiges Kapitel hier, über das ich gar nicht so viel sagen will bei solcher Bürosoftware, das ist die Gruppenarbeit, also den Workflow organisieren durch ein Unternehmen hindurch oder sagen wir zumindest in einem Büro, ne, sowas wie vorlegen, korrigieren, Änderungen eintragen. Da gibt es dann auch hoffentlich Spezialfunktionen und die Versionskontrolle oder Revisionskontrolle, damit man sehen kann, in einem konkreten Dokument ansehen kann, wie oft ist das geändert worden und wer hat da alles beigetragen. Also die Workflows, die stecken hier drin. Naja, Office-Pakete, jeder kennt sie. Hier im Augenblick oder das, was heutzutage benutzt wird, entweder das Microsoft Office oder dann Open Office und so weiter, das ja aus dem da mal hervorgegangen ist. Also dieses Star Office, das war ursprünglich ein deutsches Unternehmen, ich glaube aus Hamburg, als Konkurrent zu dem Microsoft Office, und daraus ist dann später, nachdem Sun das gekauft hat, das dann weitergeführt worden, hier zu Open Office hin. Und naja, jetzt ist es dann nochmal verkauft worden, Sun, also dieses Büro-Software mitverkauft worden, mit Sun sozusagen, und dann gab es ja noch diese Abspaltung. Ich habe gesagt, zum Ersten, wir wollen Text verarbeiten, Text bearbeiten. Das hat angefangen mit der Bearbeitung von diesen konzeptuell beliebig langen Zeichenketten. Text mit solchen Editoren. Und da haben wir auch, da editiert man ein Programm, das besteht auch aus einer Kette von Buchstaben, einer beliebig langen Zeichenkette. Wir haben noch Spaces zwischen den Wörtern, zwischen den Zeilen, dann noch ein Carriage Return, da kommen wir dann gleich auch noch drauf, auf die Bedeutung vom Carriage Return. Und diese lange Zeichenkette, das führt uns wieder ein wenig zu diesem Magnetbandkonzept zurück. Und intern eine
ich habe mal eine Textverarbeitung geschrieben vor vielen Jahren. Ich habe tatsächlich die Textverarbeitung geschrieben, mit der ich meine Diplomarbeit dann ausgedruckt habe. Das würde man heute sicher nicht mehr machen. Da ist man dann mit solchen Problemen konfrontiert, dass die Datei eben so eine lange Zeichenkette ist. Und wenn man in der Mitte noch ein Wort einfügen will, dann geht das nicht so einfach. Dann kann man es eigentlich nur ersetzen. Das heißt, wenn man wirklich was einfügen will, dann muss man den ersten Teil in eine neue Datei kopieren, dann diese Zeichen einfügen und dann den Rest hinten dran kopieren. Zum Beispiel. Und so macht es tatsächlich sowas, so ein einfaches Editierprogramm wie der VI oder so ein WordStar oder so ein XEdit oder so ähnlich. Die machen das so. Die lesen den ganzen Text ein und dann wird im Speicher eingefügt, gelöscht und dann am Ende wird das Ganze genommen, linearisiert und wieder auf die Festplatte rausgeschrieben. Also diese Datei, das Magnetbandkonzept, das macht die eigentliche Arbeit, wenn man so eine Textverarbeitung schreibt, diese eine Zeichenkette mit den vielen Wörtern, die wir haben, zu manipulieren, sodass sie konsistent bleibt. Das Substrat, auf dem da gearbeitet wird, naja, die ASCII-Zeichen, all das, was man auf dem Drucker, auf dem Bildschirm als kleine Bildchen, als Glyphen, so wie wir das besprochen haben, ausgeben kann. Für das Ausgabegerät, insbesondere den Drucker, gibt es dann noch hier so ein paar Spezialzeichen. Naja, da will ich gar nichts mehr zu erzählen. Tastatur als Eingabegerät. Klar, nicht alle Zeichen eventuell eingebbar, muss man zusammensetzen. Sehen Sie, wenn Sie einen CD oder so, wenn Sie mal ein Stückchen französischen Text schreiben wollen, dann fehlt Ihnen das CD, da fehlt Ihnen der, zunächst mal der Circumflex und sonst was. Und Sie müssen das dann vielleicht aus mehreren Tastenkombinationen zusammenbasteln. Ein Konzept der Textverarbeitung, auf das ich hier noch spezieller eingehen möchte, das ist dieser Unterschied, den möchte ich rausarbeiten, der Unterschied von Zeilen und Absatz. Das sieht zwar zunächst genauso aus, wenn man da herum editiert, wenn man auf die Carriage-Return-Taste draufklopft, kriegt man eine neue Zeile. Das sieht zumindest so aus. Was man in Wirklichkeit kriegt, ist aber ein neuer Absatz. Und deshalb möchte ich hier unterscheiden zwischen Zeilen und Absatz. Und das ist der Augenblick, wo wir vielleicht ein Stück wegtreten von der, ah ja, ich habe es doch schon mal benutzt und so geht es eben, Haltung, zu der, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was da stattfindet. Also, Zeilen ist etwas, das kennzeichnet das Ausgabegerät. Auf dem Papier bringen wir in dieser Zeichengröße eben 83 Buchstaben nebeneinander hin. Auf dem Bildschirm bringen wir vielleicht ein paar weniger Buchstaben oder ein paar mehr Buchstaben hin. Ja, wenn wir einen HD-Bildschirm haben, können wir unser Editierfenster auch so weit aufziehen. Also die Einheit des Darstellungsmediums ist die Zeile. Und über die Breite der Zeichen, Fonteigenschaft, bestimmt die Breite des Ausgabenmediums, wie viele Zeichen in einer Zeile sind. Der Absatz, das ist die logische Struktur. Da steckt was Inhaltliches drin. Ich meine, so einen Absatz, den machen wir, um einen Gedanken zu erläutern. Um was inhaltlich Zusammenhängendes, ein Konzept aufzuschreiben. Und das kann auch prinzipiell beliebig lang sein. Ich habe hier so einen Absatz geschrieben und hier noch einen Absatz. Der Inhalt interessiert uns gar nicht. Und die Textverarbeitung, die lässt ihre Funktionen, zum Beispiel Formatvorlagen und sowas, auf solche Absätze los. Die dann dem Absatz Attribute geben, konkrete Attribute, die man auch ändern kann. Und das hier, diese Absätze, die werden auf Zeilen, auf dem Bildschirm, auf dem Papier abgebildet,
aber eigentlich erst in einem letzten Schritt, nämlich wenn das angezeigt werden soll. Und dieser Vorgang, diese Abbildung von Absätzen auf Zeilen und die Abbildung der Zeilenmenge auf Seiten, das nennt man Umbruch. Und deshalb möchte ich auch nochmal, ja, das ist etwas, was dieser Umbruch, der eigentlich erst am Ende stattfinden sollte. Und den man nicht irgendwie vorher wegnehmen sollte, wenn man den Text editiert, indem man da wo man glaubt, dass es jetzt sinnvoll ist, Zeilenumbrüche einfügt. Ich meine, wenn Sie eine E-Mail geschrieben haben, dann haben Sie mehrere E-Mails geschrieben haben in Ihrem Leben, dann haben Sie sicher schon festgestellt, dass man manchmal auch da irgendwie so versucht ist, einen Zeilenumbruch zu formatieren und dann tippt man oben irgendwo noch ein bisschen Änderung ein und dann stimmt die ganze Formatierung nicht mehr, macht man seine Zeilenumbrüche rückgängig und so weiter. Und genau deshalb wollen wir eben Zeilenwechsel nicht mit Absatzwechsel verwechseln. Gut, Editor, die Aufgaben habe ich eben schon mal, mit denen habe ich eben schon ein bisschen angefangen. Irgendwelche Zeichenketten eintippen und anzeigen. Die Bearbeitungsposition, bei der ich einfügen möchte, von der ich mit der Backspace-Taste löschen möchte, die muss man irgendwie setzen. Mit Spezialtasten, mit der Maus, beziehungsweise mit so einem Touchpanel oder sonst was. Ja, der Editor zeigt an, dabei macht er auch Umbruch von dem, was wir hier eintippen und speichert es irgendwie auf die Festplatte. Und wir wollen auch markieren können, also nicht nur unseren Cursor irgendwie setzen können, sondern wir wollen Anfang von einem Stück, Ende von einem Stück markieren mit Maus oder sonst was oder Tasten und auf das dann irgendwelche Operationen loslassen, zum Beispiel diesen Text als fett markieren und so weiter. Der Kopierpuffer, das ist eigentlich auch etwas, hinter der steckt nochmal ein Stück Informatikkonzept hinter dem Kopieren. Nachdem wir etwas markiert haben, sagen wir ausschneiden, kopieren. Wir haben also hier unseren Text, wir haben das Lilane hier markiert. Vorher ist was, hinterher ist was, wir sagen ausschneiden. Dann steht nur noch das Gelbe vor dem Grünen in unserem Text, in unserer Kette. Aber das, was wir markiert hatten, das landet im Kopierpuffer. Und wenn wir sagen einsetzen, nachdem wir wieder hier irgendwo die Zielposition, den Cursor gesetzt haben, die Einfügemarke gesetzt haben, dann kommt das aus dem Kopierpuffer da hinein. Also dieses Konzept Kopierpuffer sollte man sich, ja, es ist eine Funktion, etwas Konzeptuelles in so einer Textverarbeitung drin. Das heißt dann, naja, der Kopierpuffer heißt dann eben auch Zwischenablage oder Clipboard und so weiter. Mit einfachen Satzmethoden, Tabulatoren und Leertasten und Leerzeilen kann man schon was ganz Brauchbares bezüglich Text erzielen, aber das ist Ihnen vielleicht auch schon so gegangen, wenn der Text mehr als 2-3 Seiten lang wird, dann reichen diese Methoden hier nicht aus, weil sie unstabil sind. Ja, wenn man was einfügt, fliegt diese Formatierung mit diesen Satzelementen, die eigentlich vom Umbruch kommen und die nicht Text strukturieren, fliegt die dann auseinander. Und deshalb muss man zum Formatieren andere Konzepte haben. Über das sprechen wir dann heute Nachmittag.